Klar. Lautlos Gegner besiegen. Das ist meine Spezialität. Ich muss leise sein. Die anderen dürfen mich nicht bemerken. Eingesponnen sehen sie irgendwie kuschelig aus. Ich sollte ihn von oben einspinnen. Oh, Vorsicht! Wie bewege ich mich denn leise? Ist ein Problem, weißt du? Einfach nur langsam gehen. Ich habe jetzt keine Schleichtaste, zumindest wurde mir nie was gesagt. Du bist jetzt mal ruhig. Da kommt jemand. Sie werden mich hier unten sehen. Kommt jetzt auch? Komm ja gar nicht. Langweilig. Ist am Ende. Hier ist noch jemand. Bestimmt. Sie muss die Akte haben. Wenn hier jemand ist, wo denn bitte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Los, Pete. Die bösen Jungs werden langsam böse. Stimmt. Habe ich mehrere Möglichkeiten? Nee. Oh, es ist dunkel hier. Jeder mit Gefahrensymbol sorgt dafür, dass du von Gegnern in der Nähe entdeckt wirst, wenn sie angegriffen werden. Du kannst Gegner ablenken, indem du nahe Oberflächen oder Objekte einspinnst, um eine Ablenkung zu erzeugen. Jetzt verwirrt. Ich dachte, es wäre eine Gefahr. Liebe das. Und jetzt? Muss ich runter? Hey, was ist das? Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Und es ist ein Cutscene an der Rand. 1 Cent für jedes, keine Bewegung und... Irgendwie cool. Hey, Pete. MJ. MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja, Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Aha. Ich werd's dir erklären. Puff, 10 Minuten zuvor. Entschuldigung? Hi, Mary Jane Watson. Ich berichte über Fisks Besitz. Hallo? Craig sagte, wir machen das morgen. Ich bin derzeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Gut. Okay. Tut mir leid. Hey, Craig. Nein, tut mir leid.
Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht, vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Sie sind hier. Sofort ist immer am besten. Danke. Craig, vergiss es. Alles gut. Fangen wir an. Oh, jetzt bin ich MJ. Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit den Objekten vertraut. Ich oh, MJ wird Spider-Girl in dem Spiel. Alles klar. Hinter Masken, 18. Ich verstehe ja, warum Peter das macht, aber das Helden-hinter-Masken-Ding hat mir noch nie gefallen. Als Held sollte man doch eigentlich hinter seinen Taten stehen und sagen können, ja, das war ich. So eine Art Held wäre ich zumindest gerne. Naja, sie hat irgendwas anderes angerufen, Abschlepper oder so. Tatami-Rüstung. So hat Fisk sich wohl gesehen. Als großen Mann, der tat, was andere nicht tun würden. Der Typ hat sich gewaltig überschätzt. Katana-Klinge, die Masamune. Fisk hat Peter damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. Simcaria. War das nicht in den Nachrichten? Aber warum sollte man sie sonst spielen? Das wäre komisch. Das hätte man dann noch eine Katze. Ich weiß nicht, da kommt bestimmt noch mehr mit ihr. Manchmal habe ich das Gefühl, als drehe sich die gesamte Weltgeschichte nur um ein paar Jungs, die sich verkleiden, um sich gegenseitig zu verprügeln. Ich weiß noch, als Fisk mit dem Import illegaler Artefakte begann. Er hat den Hafen gekauft, um seine Spuren zu verwischen und die Mitarbeiter entlassen, so wie Dad. Ich wünschte, Dad könnte jetzt sehen, wie sich das Blatt gewendet hat. Dieses Bild kann ich nicht ertragen. Zu viel Spannung zwischen den beiden Figuren. Kyoto. So wunderschön. Ein Teil von mir würde am liebsten alles hinwerfen und um die Welt reisen. Aber mein Leben und meine Arbeit sind hier. Da muss ich hin. Okay. Den Stock habe ich immer gehasst. Echt übel. Holy shit. Das würde May gefallen. Ich vermisse May wirklich. Wie ist das für eine Frau? Die Stimme aus der Unterwelt, hä? Huh? Die würde ich echt gern mal läuten. Und wie viel bietet man für diese Sammlung von Abscheulichkeiten? Das Startgebot liegt bei 10.000 zerstörten Träumen. 10.000 zum ersten. Keiner? Schade. Okay, ich glaube, jetzt habe ich alles gesehen. Wobei, ich habe Angst, da lang zu gehen. Da ist keine Tafel mehr. Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Das ja, klingt Moment. Gut. Hat Straftaten ans Licht gebracht. Eine Enthüllungsjournalistin der alten Schule. Sie gefällt mir.
Jetzt müsste ich alles haben. Nein. Wie hat Fisk das genannt? Vanessa? Okay, jetzt aber. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh, wunderschön. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Tarashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Neo sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Stillen. War bei den Verkäufen, die Sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. War was? Ach so. Okay. Ja? Hier die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Hab ich. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt, warten Sie hier bitte. Oh, wir fotografieren in HDR und haben nur noch 70% Akku. Oh, Moment. Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Erledigt. Craig, ich rufe Sie zurück. Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Damentoilette ist um die Ecke. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Oh, sorry. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Okay, wenn nur... Ja, was meinen Sie damit, er musste umplanen? Leise. Wenn sie nicht Ihre Reporterin ist, wer ist sie dann? Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Ups. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Mist, sie ist sauer. Ja, das ist eine Drohung. Aha. Natürlich, Craig. Moment, was war das? Ja, lass die Tür auf. Hat mir davon erzählt. Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Aber wie?
ob es hier dahinter ist, der Neo. Aber er sieht anders aus. Arme drehen. Lass mich die Arme drehen und den Kopf und alles. Hä? Reicht das nicht? Zu Fisk ist sie sicher netter. Kann ich jetzt die Arme bewegen? Komm schon. Hä? Hallo? Er hält etwas in der Hand. Ah, okay. Warte mal. Und das noch drehen. Einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Schwer. Der Stab, der Gehstock. Ich weiß es nicht. Könnte ich das auch noch drehen? Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Vielleicht lässt sich das bewegen. Linker Arm runter. In dem Arm geht nur das hier, okay. Mann? Ah, Mund. Vielleicht sollte ich den Kopf drehen. Sehr schön. Fast. Aber ein Teil fehlt. Achso, und jetzt der Stab noch. Ja, da steht er davor, da sehen wir es nicht. Ach, da ist er doch. Die habe ich schon mal gesehen. So geht das nicht. Hä? Hä? Warte mal. Arm runter. Ah, da. Hand hoch, Arm runter. Mund zu. Er hält etwas in der Hand. Vielleicht ist das... Passt. Ist aber nicht richtig. Ja, ich wollte eigentlich... Muss ich den Stab jetzt echt erst weglegen? Kitsche. Oh, warte mal. Man kann alles nehmen. Oh, warte mal. Ist das vielleicht... Ist der... Ausfahrbar oder so? Ja. Aha. Norman Ausfahrbar Osborn. Nicht, aber anscheinend passt. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels... Was zum... Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Nicht gut.
Wo ist die Statue? Da drin! Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay, du versteckst dich da, ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Und dann gehen wir auf ein Date. Okay. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls, obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Drücke R2. Hallo? Augen auf, Leute! Hallo? Hey, pst, hier drüben! Ich bin der echte Spider-Man! Ich muss auch noch aimen, okay. Ja, okay, natürlich! Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Kushi! Bitte, tun Sie mir nichts! Ah. Ah, da ist Anna. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser... Warum redest du nicht mehr? Rose? Ach, Rose, sag ich schon. MJ? Muss leise sein. Das war's. Nimm mal bitte Ruhe, Pete. Oh, oh. Immer sachte. So. Okay, alles klar. War noch ein Lüftungsschacht oder wie läuft das? Wow, Fisk hatte viele Sachen. Ein Raum nach dem anderen. Erst die hier, bevor ich weitermache. Uiuiui. Uiuiui. Gute Nacht. Uiuiui. Das war er. Kann ich mich nicht irgendwie hinhocken? So. Als ob die bei den Spinnnetzen in New York nicht auf die Idee kommt, dass Spider-Man in der Nähe ist. Quatsch. Warum sollte man? Das waren alle. Nein! Lassen Sie mich gehen!
MJ! Oh nö. Stopp! Nein. Versteck dich! Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Aua, die haben irgendwie so Elektrofäuste. Was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Okay, ich hab gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Wow. Das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. Au, au, au. Heil, heil, heil. Ach komm, lass mich den noch eben kurz wegboxen. Du Potzau. Ich hab Kreis gedrückt, aber eine Millisekunde zu spät. Ach komm, selbst hier im Ladescreen hab ich den anderen Suit an. Guten Tag. Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. Ich würde gerne... Genau. So, hier oben findet dich keiner. Oder einen krassen Hammer, Sichel. Oh. Moment. Das war ein hartes Training. Sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Oh. Wow. Mix? Ich wusste es. Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen. Aha.
hätte jetzt auch gerne Abendessen bei Mix. Aber wird wohl nix. Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja. Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry... Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge. Irgendwie stört mich der Pulli. Hey, ich bin's. Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Herman Schultz wieder da. Schocker. Ist der nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Nice, und jetzt auch in den Spielen? Was? Oh. Wieso sieht jeder Anzug dumm aus, wenn er nicht rot ist? Finisher generiert den Bonus Geritterfüllung. Verringern genommenen Projektilschaden. Ja, bitte. Nein, nicht dagegen. Obwohl. Neue Geräte? Oh. Das ist eine kleine Spinne, die Gegner ablasert. Wie gut ist das denn? Ich will das haben. Wir haben 2 Punkte. Das ist halt Kampfvorteil, ne? Nehmt euch die Sachen erst alle Sachen, die einen Kampfvorteil geben hier.